präsentiert von Open Learnware, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Hier mal wieder. Die ersten vier Aufnahmen sind schon gerendert. Da warte ich nur noch vom ELC auf die Information, unter welcher URL die Filme dann zu finden sein werden. Also sie sind schon vorhanden, sie sind nur noch nicht verfügbar platziert. Und dann werden wir Schritt für Schritt die weiteren Filme auch rendern. Einmal hat ja die Kamera nicht geklappt. Bei der Gelegenheit habe ich einen weiteren Knopf an der Kamera entdeckt, den ich hätte verschieben müssen, um damit es klappt. Oder umgekehrt, ich habe es aus Versehen verschoben, ohne es zu merken. Da werden wir dann halt gucken, wie wir das Tafelbild, was ich da angezeichnet hatte, wie wir das dann trotzdem nachträglich Ähnliches wieder reinbringen in den Film. So, wir haben beim letzten Mal genetische Algorithmen betrachtet, davor Evolutionsstrategien. Das sind alles verschiedene Stufen der Evolution, die man versucht zu simulieren. Evolutionsstrategien, der Versuch, asexuelle Vererbung, Fortpflanzung, Verbreitung zu simulieren. Mutation und Selektion, genetische Algorithmen, das war das Thema vom letzten Termin. Der Versuch, das zu simulieren, dass eben nicht durch Mutation allein neue Gene entstehen, also neue zulässige Lösungen, die wir ja als Gene, als Strings repräsentiert haben, sondern dass wir versuchen sozusagen zu kreuzen, dass wir zwei, theoretisch könnte man auch mehr hernehmen, aber wir haben zwei hergenommen, wie in der Natur auch, zwei Individuen hernimmt, ihre Gene hernimmt und sie zu zwei neuen Genen macht, die wieder zwei neuen zulässigen Lösungen entspricht, in der Hoffnung, dass auf diese Art und Weise ein größerer Bereich des Lösungsraums durchsucht werden kann. Natürlich immer mit der Zielsetzung, der ganzen Sache eine Tendenz zu geben, hin zum Besseren. Das zieht sich ja wie ein Leitfaden durch alle diese Versuche, von dem einfachen lokalen Suchverfahren wegzukommen. Man erlaubt auch Verschlechterungen, aber man baut eine Tendenz ein, dass es doch im Laufe der Zeit immer mehr ins Bessere hineingeht. So, die nächste Stufe der Evolution ist Kultur im weitesten Sinne. Sie denken vielleicht bei Kultur irgendwie an bildende Kunst, Musik und so weiter. Aber eigentlich ist Kultur ein Begriff, der, also eigentlich ist es das lateinische Wort für Ackerbau und Ähnliches. Ja, Kultur in Und eigentlich, wo wir hier hinschauen, ist sogar noch primitivere Sache. Erste Anfänge von etwas, was man im weitesten Sinne als Kultur bezeichnen könnte in der Tierwelt. Also wenn wir hier von Cultural Algorithmen reden, meinen wir von Kooperation. Wir hatten Wettbewerb in der genetischen, in Evolutionsstrategien. Wir hatten Rekombination, also dass sich Vermischung, wenn man so will, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein besseres deutsches Wort ein, bei genetischen Algorithmen, jetzt kommen wir zur Zusammenarbeit, zur Kollaboration. Und dann nimmt man natürlich, wie auch bisher, aus der Biologie ein möglichst einfaches Schema, das man gut übertragen kann. Und das Schema, das wir hier vor allem betrachten wollen, ist das, wie Ameisen zusammenarbeiten. Ja, Ameisen arbeiten offensichtlich sehr erfolgreich zusammen. Und Zusammenarbeit ist auch essentiell für den Erfolg, für den evolutionären Erfolg von Ameisen. Und Ameisen sind natürlich nur ein Beispiel. In der Insektenwelt finden Sie genug andere Beispiele auch. Bienen, Wespen und so weiter und so fort. Bei höheren Lebewesen selbstverständlich auch. Aber Ameisen sind ein schönes Beispiel für eine Zusammenarbeit, die auf sehr einfachen Prinzipien, auf sehr einfachen Primitiven basiert. Und das ist natürlich wunderbar prädestiniert zur Übertragung in die Informatik. So, in Evolutionsstrategien, wie gesagt, gibt es nicht wirklich soziale Aktivität, wie man sie normal sehen würde, sondern es gibt Wettbewerb. Wettbewerb um Ressourcen, nicht gegeneinander, man kämpft nicht gegeneinander, sondern man wettstreitet, wer der Fitteste ist.
Genetische Algorithmen, ja, von sozialer Aktivität kann man da immer noch nicht reden. Was heißt jetzt kulturelle Algorithmen? Das heißt, dass die einzelnen individuellen Lösungen in gewisser Weise auf die anderen Lösungen reagieren, positiv oder negativ. Und im Englischen gibt es den Spruch go with the winners, geh schließ dich immer den Gewinnern an. Das ist offenkundig in der Tierwelt und auch in der Menschenwelt eine sehr gute Strategie für den Einzelnen. Ja, man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt die Gesellschaft als Ganzes voranbringt, wenn jeder versucht, sich immer an die Gewinner anzuschließen. Aber für den Einzelnen scheint es eine sehr gute Strategie zu sein, sodass wir alle diese Strategie als eine unserer basissozialen Strategien in unserem Reptilienhirn irgendwo hinten drin haben. Das ist hier gemeint. Und genau das passiert auch schon mit den Ameisen. Wenn eine Ameise erkennt, dass eine andere Ameise, mit der sie Fühlerkontakt hat, dass die offenbar auf eine gewisse Quelle gestoßen ist, dann versucht sie, dieser Ameise zu folgen oder den Weg zu beschreiten, den die Ameise vorhergegangen ist. So, wie funktioniert das? Die interessante Beobachtung dabei ist, die kann man in jedem Vorgarten machen, wenn man da Ameisenbefall hat. Manche Leute können diese Beobachtung auch in der eigenen Küche machen, wenn sie da Ameisenbefall haben. Ja, es fängt damit an, dass irgendwelche Kundschafter völlig ziellos, völlig ohne Plan und auch nicht auf geraden Wege, sondern irgendwie zickzack, durch die Gegend laufen. Und es endet mit und wenn da irgendwo eine interessante Beute ist, was immer das sein mag, endet es damit, dass relativ schnell, sehr schnell, eine Ameisenstraße entstanden ist. Eine Straße, und wenn man sich das mal anguckt, in diesem Terrain ist das typischerweise tatsächlich der kürzeste, der beste Weg. In diesem Terrain heißt natürlich, gibt es beschwerliche Teile. Das muss man sozusagen als Weglänge mit einbeziehen. Es ist nicht der geometrisch kürzeste Weg unbedingt, sondern es ist der gemäß Kriterium Unbeschwerlichkeit der kürzeste Weg, der typischerweise dabei herauskommt. Ja, eine grandiose Leistung, für die wir hier in der GDI 2 eine mindestens eine Vorlesungsstunde, wenn nicht sogar noch mehr, opfern müssen, um das in einem Algorithmus nachzubilden, was die Ameisen da völlig nicht ganz hirnlos, aber nicht mit null Verständnis für Algorithmen, da einfach so durch Kollaboration hinbekommen. So, wie läuft das? Wie ist der Steuerungsmechanismus? Es muss einen Steuerungsmechanismus geben und der muss dezentral sein. Solange wir nicht glauben, dass es da eine übergeordnete Ameisengottheit gibt, die das alles von oben steuert, solange ist die Hypothese wohl gerechtfertigt, dass das völlig dezentral in den einzelnen Ameisen und in ihrer lokalen Zusammenarbeit alles drinsteckt, dieser Steuerungsmechanismus. Und wie läuft das? Wann immer eine Ameise irgendwo entlang läuft, legt sie eine Spur von Duftsubstanz, von Pheromonen. Und Ameisen, hatte ich eben gesagt, die Kundschafter laufen völlig ziellos herum. Aber in dem Moment, wenn eine Ameise Spuren aufnimmt, versucht sie, dem intensivsten Spur, die sie aufgenommen hat, zu folgen. Versucht sie, in die Richtung zu gehen, wo die Spur am intensivsten ist. Das funktioniert auch nicht hundertprozentig. Ja, Ameisen können natürlich auch nicht so richtig Spur halten. Da ist auch ein Element des Zufalls noch weiterhin drin, dass sie die Spur wieder verliert oder nicht die intensivste, sondern nur die zweite intensivste Spur verfolgt und so weiter. So, je kürzer und wir haben wieder einen randomisierten Prozess, so ähnlich wie bei Simulated Annealing zum Beispiel oder auch wie bei Evolutionsstrategien und genetischen Algorithmen. Zufall ist wichtig. Die Erfahrung lehrt, dass man, wenn man nicht versucht, intelligent zu sein, sondern wenn man Entscheidungen dem Zufall überlässt, dass das zu besseren Ergebnissen führt. So, hier ist die Tendenz drin, von der ich gesprochen habe, zum Besseren hin. Je kürzer und Ich habe unbeschwerlicher, so habe ich es eben genannt, unbeschwerlicher ein Pfad ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Spur ist.
Aber auch Ameisen sind nur Menschen. Ups, Vorsicht. Natürlich, was ich eben sagte, auch das ist zufallsbehaftet. Aber Zufallsbehaftung ist, wie gesagt, wichtig, denn das ist die Strategie schlechthin, um aus lokalen Optima, um das Hineinstürzen und nicht wieder herauskommen aus lokalen Optima zu vermeiden. So, wie sieht das aus? Ich will dazu meine bescheidenen künstlerischen Fertigkeiten strapazieren. Wir haben hier irgendwo, wir betrachten jetzt eine, natürlich eine völlig idealisierte Situation, die so niemals auftreten würde. Wir haben hier irgendwo das Netz, Nest, das Ameisennest. Und da laufen irgendwelche Ameisen irgendwie lang. Hier läuft die eine Ameise lang. Also für mich sind Ameisen so ein Pi mit drei statt zwei Beinen. Die läuft vielleicht auch ein bisschen anders lang, ein bisschen so hin und her noch. Und hier gibt es eine Futterquelle. Ja, die kann sich natürlich auch hier beliebig noch selber kreuzen. Und hier ist eine Futterquelle. Und die andere, ich übertreibe das natürlich jetzt, die andere läuft zufällig auf einem sehr viel weniger beschwerlichen Weg, wo sie geradezu dazu getrieben wird, vielleicht durch so ein kleines Tal aus Sicht der Ameise, wo es beschwerlich ist, nach rechts oder links den Hang hochzugehen. Also bleibt sie tendenziell im Tal und wird durch das Terrain viel direkter hierhin geführt, zu dieser Futterquelle. So, wenn. Wer ist jetzt zuerst da, wenn beide gleichzeitig losgehen? Natürlich die Ameise, die hier oben lang geht. Die, in dem Moment, wenn sie hier ist, das erste Futter schnappt und wieder zum Bau zurückkehren will, gibt es in diesem idealisierten Szenario nur eine Spur, der sie folgen kann, nämlich ihre eigene. Sie wird also, nachdem sie hier gekommen ist, über ihre eigene Spur zurückgehen. Jetzt kommt die andere Ameise an, ein bisschen später. Stellt auch fest, dass da eine nette Futterquelle ist und wird versuchen, wieder, hat zum Ziel, wieder mit einem Stück von dieser Futterquelle zurück zum Bau zu gehen. Ja? Mehr als dieses einfache Programm: gehe los, schwärme aus, versuche Pheromonen zu folgen, versuche bequeme Wege zu gehen. Und wenn du Futter gefunden hast, versuche weiter den Pheromonen zu folgen. Und falls du am Nest ankommst, falls das der Fall ist, dann füttere eben die Nachkommen oder was immer dann die Aufgabe ist. Oder übergib es dann an die dortigen Arbeiter oder was auch immer. So, wenn die zweite ankommt, dann ist diese Spur hier wahrscheinlich noch da. Hin und zurück. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit wird diese zweite Ameise dann nicht ihrer eigenen Spur zurückfolgen, sondern dieser Spur ebenfalls. Und das ist die Tendenz, übertrieben gezeichnet jetzt natürlich, das ist die Tendenz, die der Sache innewohnt, die tatsächlich, nach allem, was man weiß, dieser einfache Mechanismus sorgt dafür, dass es Ameisenstraßen gibt und dass diese Ameisenstraßen nicht irgendwie beliebig kreuz und quer laufen, sondern wirklich richtig gute kürzeste Wege sind. Und wenn diese Tendenz in der Natur, wo alles ja noch viel mehr zufallsbehaftet ist und völlig unkontrolliert ist, wenn diese Tendenz in der Natur so guten Erfolgen führt, ist die Idee natürlich naheliegend, ob man nicht diese Grundprinzipien übertragen kann in ein Computerprogramm, um auf diese Art und Weise für bestimmte Problemstellungen, die so ähnlich sind wie das Ameisenproblem, vielleicht ebenfalls zu guten Lösungen zu kommen. So, der Kontrollmechanismus geht über positives und negativ, also Stimulierung und Reduktion der Stimulierung. Also die Stimulierung ist, wie ich sagte, jede Ameise versucht den Pheromonen in erster Linie zu folgen. Wenn keine da sind, ja, beim Kundschafter,
Wenn das ganze Terrain pheromonfrei ist, weil es die erste Ameise ist, dann läuft die Ameise halt zickzack, versucht nur bequem zu gehen. So, aber diese Stimulation, die verringert sich natürlich. Erstens mal, Duftstoffe haben es so an sich, dass sie leicht flüchtig sind. Das ist essentiell. Ein Duftstoff, der nicht leicht flüchtig ist, ist in sich unlogisch. Wenn eine andere Ameise diesem Weg aber immer noch rechtzeitig folgt, dann gibt es natürlich einen Refresh, weil diese Ameise natürlich ebenfalls Duftstoffe hinterlässt. Und so dass ich hier so eine, ja, Go with the Winners, praktisch so eine Abstimmung, man sagt im Deutschen Abstimmung mit den Füßen ergibt. Das passt vielleicht ganz gut als Formulierung hier. Die Tendenz ist so, da wo viele Ameisen gegangen gehen auch mehr Ameisen hin, und da wo es bequem ist, da gehen auch mehr Ameisen hin. Und das beides sorgt dafür in der Tendenz und offensichtlich sehr, sehr gut in der Natur, dass immer mehr Ameisen sich diesem einen Weg anschließen. Also diesen Weg gibt es vielleicht vorher noch gar nicht, vielleicht ist keine einzige Kundschafterameise genau diesen kürzesten Weg gegangen, aber so nach und nach, und zwar re recht schnell, konvergiert das Verhalten der ganzen Ameisen zu einem Strom auf einer einzigen Straße. Sie sehen aber auch manchmal, dass es ja durchaus Abzweigungen von Ameisenstraßen gibt, wenn sie da einen Stein drin haben oder wenn sie legen absichtlich einen Stein rein, dass dann einzelne Ameisen links und andere Ameisen also rechts entlang gehen, dass sich also die Ameisenstraße zerteilt und wieder zusammenfügt. Da sehen Sie natürlich das Zufallselement ganz direkt walten. So, wie kommen wir da jetzt zu einem Algorithmus? Wenn wir diese Analogie mit den kürzesten Wegen hernehmen, dann können wir natürlich nicht jedes beliebige algorithmische Problem auf die Art und Weise lösen. Wir brauchen etwas, wo wir im weitesten Sinne irgendwas mit Pfaden zu tun haben. Also was wir zunächst mal brauchen, ist ein gerichteter Graph. Das kann ganz abstrakt sein. Wir werden das gleich sehen. Die Lösungen sollen Pfade in diesem Graphen sein. Und die Nebenbedingungen, die das Problem hat, die Lösungen erfüllen müssen, sind entsprechend Lösungen, die, also Nebenbedingungen, die Pfade erfüllen müssen. Wir werden das gleich im Beispiel sehen, was das heißt. Und natürlich ist es wichtig, die Zielfunktion mit reinzubringen, die wir optimieren wollen, die muss natürlich irgendwie rein. Das wird nicht immer so hundertprozentig klappen, dass wir sagen können, die Zielfunktion, die wir optimieren wollen, wenn wir zulässige Lösungen in Pfade übersetzt haben. Ja, letzte Woche haben wir zulässige Lösungen in Strings übersetzt. Strings über einem festen Alphabet. Hier übersetzen wir jetzt zulässige Lösungen in Pfade. Und müssen uns Gedanken machen, was das für die Zielfunktion heißt. Es wird nicht immer so ohne weiteres klappen, dass die Kosten der einer zulässigen Lösung gerade die Länge dieses Pfades ist, aber zumindest hier, at least approximately, zumindest ungefähr, näherungsweise, müssen wir versuchen, das hinzukriegen. Und dann lassen wir die Ameisen einfach laufen. Die Ameisen laufen herum, ziellos, zufällig. Ja, wir wissen, was das heißt. Kennen Sie von Simulated Anealing und so weiter. Zufällig in irgendeiner Richtung. Sie sind immer zu jedem Zeitpunkt in jeder Runde auf einem Knoten, jede einzelne Ameise, und läuft in jedem Schritt von einem Knoten zum nächsten Knoten über eine zufällig gewählte Kante. Aber zufällig heißt nicht immer gleich verteilt. Ja. Zufällig kann durchaus heißen, eine Kante hat höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr gefolgt wird als andere Kanten, nämlich abhängig von dem Pheromonmaß, was auf dieser Kante liegt. Ja, auf einzelnen Kanten liegen, jede Kante hat einen Wert, der aktuelle Stand, wie viel Pheromonen auf dieser Kante drauf sind. Und die Hoffnung ist,
Die Zielsetzung ist, dass genau das passiert, was auch in der Natur passiert, dass die Ameisen, ohne überhaupt voneinander etwas zu wissen, sich reorganisieren, konvergieren zu einem kurzen, vielleicht nicht kürzesten Pfad, das wird nicht immer klappen, aber zumindest zu einem kurzen Pfad. Zum Beispiel TSB. Habe ich ja schon mehrfach gesagt, das ist hier keine Vorlesung über das Handlungsreisendenproblem, das ist ja eine Vorlesung über Optimierungsalgorithmen, aber trotzdem, das TSP ist immer wieder ein gutes Beispiel, um alle diese Dinge zu illustrieren. So, wir haben jetzt also eine Instanz, das TSP, auf N-Punkten, also N-Objekte und eine Distanzmatrix, die uns sagt, von einem Objekt zum nächsten Objekt, wie viel Länge ist das? So, irgendwie lassen wir die Ameisen jetzt auf diesen Punkten, auf diesen Objekten fallen, auf diesen Knoten. Wir haben ja, im Grunde heißt der TSP, wir haben einen vollständigen Graphen auf den N-Punkten, da wir ja typischerweise erlauben, von einem Punkt zum anderen direkt zu gehen. Muss nicht sein, man kann es auch einschränken auf einem gewissen Graphen. Wir haben es bisher hier immer so betrachtet, dass es diese Punkte sind, dass es ein vollständiger Graph ist. Ein vollständiger gerichteter Graph, weil die Richtung von A nach B kann unter Umständen andere Länge haben als von B nach A. Ja, denken Sie, Sie sind zu Fuß unterwegs, A ist die Talstation, B ist die Bergstation, dann ist die Dauer von A nach B hoch, sicherlich eine andere als von B nach A runter. So, wieder dasselbe, wir können das am besten organisieren in Informatik, indem wir eine While-Schleife haben, eine Schleife haben, wo in jeder Runde, in jeder Iteration die einzelnen Ameisen irgendwas tun. Wir unterteilen das hier zweckmäßigerweise. Wir haben, im Grunde sind das zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Major Rounds bezieht, das sind die Iterationen der äußeren Schleife. Und Minor Rounds sind die Iterationen der inneren Schleife. Und was passiert in der inneren Schleife? Wir haben jetzt immer die Situation, die Ameisen sind jetzt irgendwie verteilt. Jede Ameise, wir haben uns vorher entschieden, wie viele Ameisen wir reinwerfen. Diese Anzahl bleibt auch gleich, also wir lassen keine Ameise sterben und lassen auch keine Ameise geboren werden. Und zu jedem Zustand haben wir jede Ameise auf irgendeinem dieser Knoten und auf den Kanten haben wir Pheromonwerte, die das widerspiegeln, wo die Ameisen langgelaufen sind. So, was passiert in einer Minor Round, in einer Iteration der inneren Schleife, läuft jede Ameise zu einem Punkt hin, an dem sie in dieser Iteration der äußeren Schleife noch nicht gewesen ist. Das heißt also, in jeder Iteration der äußeren Schleife besucht die Ameise alle Punkte einmal. Und landet dann auf dem letzten Punkt, den sie dann besucht. Und dann ist eine Major Round, eine Iteration der äußeren Schleife beendet, wenn innen drin jede Ameise einmal jeden Punkt besucht hat. Und dann kann die nächste Iteration starten, wo wieder genau dasselbe passiert. Jede Ameise macht eine Rundtour. Und wir merken uns, wann immer, zu jedem Zeitpunkt, natürlich, wie wir das bei anderen Ansätzen gesehen haben, auch, dass die beste Lösung, die wir jemals gesehen haben, wir nehmen nicht die letzte Lösung, die wir gesehen haben, sondern wir nehmen die beste Lösung, die wir jemals gesehen haben, die speichern wir mit. Natürlich, jedes Mal, wenn wir eine neue, bessere Lösung sehen, gibt es einen entsprechenden Update und am Ende des Algorithmus wird die beste Lösung, die wir jemals gesehen haben, rausgegeben. So, und jetzt kommt der Steuerungsmechanismus. Eine Kante, wenn eine Ameise über eine Kante geht, dann lässt sie Pheromone da. Dieser Pheromonwert sinkt Schritt für Schritt in jeder Iteration der inneren Schleife, sinkt der Pheromonwert nach irgendeinem Schema. In jeder Iteration der inneren Schleife
gucken wir uns jede Ameise an, die Kanten, die rausgehen. Wir gucken uns natürlich nur die Kanten, die rausgehen, die zu einem Knoten führen, der noch nicht besucht worden ist, denn das gehört ja zur Logik der inneren Schleife, jeden Knoten nur einmal zu besuchen. Das heißt also, wir haben nur eine gewisse Auswahl der Kanten. Und aus diesen Kanten wird zufällig eine gewählt. Und darüber, über diese Kante geht dann die Ameise weiter. Wie werden diese Wahrscheinlichkeiten definiert? Sie wird einerseits definiert über die Distanz. Ja, also je größer die Distanz ist, je größer die Länge dieser Kante ist, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass die Ameise diese Kante nimmt. Und aber auf der anderen Seite als Korrekturfaktor, je mehr Pheromon auf dieser Kante ist, umso wahrscheinlicher ist es dann doch wieder, dass diese Kante gewählt wird. Das kann man ein ganz einfaches Berechnungsschema daraus machen. Beispielsweise, dass sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kante genommen wird, ist die Länge dieser Kante IJ, also die Ameise steht auf dem Objekt I, und diese Kante von I nach J ist eine Möglichkeit, für die Ameise den nächsten Schritt zu tun, vorwärts zu tun, und das vielleicht, also minus DIJ, die Wahrscheinlichkeit wird ja kleiner, je größer die Länge ist, plus die Pheromonmenge skaliert mit einem konstanten Faktor. Ich kürze es mal so ab, Pheromonmenge, die gerade auf IJ drauf ist. Und wenn wir Wahrscheinlichkeiten haben wollen, müssen wir das immer summieren. Das nenne ich mal J0. Das ist eine spezifische Möglichkeit, von dem aktuellen Knoten I los weiterzugehen. Dann müssen wir das skalieren, indem wir die Summe über alle J bilden von diesen Werten. Und diese J, das sind alle Möglichkeiten, alle Knoten, die noch nicht gesehen worden sind. Also J, alle noch nicht von dieser einen Ameise gesehenen Knoten in dieser Major Round. Ja, wenn man Wahrscheinlichkeiten angeben will, muss man immer den relativen Wert, den man einer Kante geben will, dividieren durch die Summe aller dieser relativen Werte für alle anderen Optionen. Dann hat man immer Werte zwischen 0 und 1. Das ist der einzige Grund, warum man da immer so einen Nenner hat. Das ist ein einfaches Schema, man kann sich auch andere Schemata ausdenken, wie man die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass eine Kante genommen werden soll. Und mit diesen Wahrscheinlichkeiten geht man in den Zufallsgenerator, also man nimmt sich einen Zufallsgenerator her, der vielleicht eine Zahl zwischen 0 und 1 berechnet. Manche tun das, andere berechnen beliebiges Int oder was auch immer. Nehmen wir mal an, ein Double zwischen 0 und 1, dann würde ein bestimmter Abschnitt im Bereich 0 bis 1. Ein bestimmter Abschnitt hier würde der einen Kante entsprechen, ein anderer Abschnitt der zweiten Kante, ein Abschnitt der dritten Kante und so weiter. Und die Längen dieser und da, wo er landet, diese Kante wird genommen. Da, wo der Zufallsgenerator, das Ergebnis des Zufallsgenerators ist. Und die Länge dieser einzelnen Abschnitte des Intervalls 0,1 sind genau diese Werte, diese Wahrscheinlichkeiten. So, das ist ein einfaches Schema, wie man einen Zufallsgenerator benutzen kann, um eine Auswahl aus verschiedenen Optionen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zu treffen. Set Covering ist vielleicht ein interessanteres Problem dabei, weil wir hier eigentlich gar nichts mit kürzesten Wegen zu tun haben. Überhaupt nichts mit Wegen, eigentlich nicht mal was mit Graphen. Also ein illustratives Beispiel dafür,
dass man durchaus solche Algorithmen auch anwenden kann in Situationen, wo man das eigentlich gar nicht vermutet hätte. Was war Set Covering? Sie haben eine große Menge, das ist S, das ist irgendeine Menge, im Allgemeinen gehen wir hier von endlichen Mengen aus, könnte theoretisch sogar unendlich sein, aber das interessiert uns nicht. Ich glaube, das ist jetzt, nee, das ist falsch. Das ist das F da ganz unten. Das ist die Menge. Was ist S? Das sind Teilmengen. Ja, irgendwelche Teilmengen, die sich auch beliebig überlappen dürfen, dürfen sogar identisch sein, aus Versehen mal, was natürlich nicht viel bringt, aber ist nicht ausgeschlossen. So. Und Set-Covering-Problem heißt, also zunächst einmal, das sind die Elemente von S, diese Teilmengen. Set Covering heißt, eine Teilmenge aus diesem S zu finden, also eine Menge von solchen Kringeln hier zu finden, auszuwählen, eine möglichst kleine Menge von solchen Mengen, mit der Eigenschaft, dass jedes Element von F in mindestens einer dieser Auswahlen drin ist. Ja, sodass Sie haben eine Auswahl dieser Teilmengen, die die gesamte Grundmenge F überdeckt. Das ist Set Covering. So. Was machen wir jetzt? Das sagt diese Folie. Wir bauen uns einen künstlichen Graphen, nämlich dessen Knoten sind gerade diese Teilmengen. Und der Graph ist vollständig, das heißt also, wir haben jede Kante drin, jede gerichtete Kante von einem Element von S zu jedem anderen Element von S. So, das bedeutet Teilmengen können wir als Pfade ansehen. Ja, wenn Sie sich irgendeine Teilmenge hernehmen, dieses Element, dieses hier, dann können Sie das verstehen als in irgendeiner Reihenfolge als so ein Pfad in Ihrem abstrakten Graphen. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt noch was sehen können. Ich versuche es noch mal ein bisschen, die Pfeile deutlicher zu machen. So, ich habe leider hier keine Farben sonst zur Verfügung, alles weiß. Also hier dieser Pfeil und dieser Pfeil wäre eine Repräsentation dieser Teilmenge von S, dieser dreielementigen Teilmenge von S durch einen Pfad. Natürlich nicht der einzige mögliche Pfad. Sie können auch natürlich auch andere Pfade zeichnen, die diese dreielementige Menge genauso repräsentieren, aber es ist letztendlich wurscht. So, jetzt sind wir schon mal nah dran. So, jetzt wollen wir natürlich, haben wir natürlich eine Zielsetzung. Wir wollen, also was wir jetzt wissen ist, wir wollen einen Pfad konstruieren. Einen kürzesten Pfad sogar wollen wir konstruieren in Bezug auf die Kantenlängen. Ja? Je weniger Kanten wir drin haben von einem Element unserer Lösung zum nächsten, umso geringer ist die Anzahl der Teilmengen, die wir ausgewählt haben. Ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt momentan. Aber ich glaube, falls Sie das jetzt nicht hundertprozentig erfassen, dass Sie das dann hinterher, wenn Sie nochmal die Vorlesung nachverfolgen, vielleicht auch die Aufnahme nachverfolgen und notfalls auch eine Frage im Forum stellen, dann doch, dass das doch einsichtig wird. So, jetzt wollen wir also Pfade finden. Wie steuern wir jetzt den Algorithmus, den Ameisenalgorithmus, der diese Pfade findet? Wir müssen erstmal ausdrücken, was es bedeutet, einen guten Pfad
was es bedeutet, über eine Kante zu gehen, wie gut oder wie schlecht das ist. Ja, die Ameise weiß ja auch nichts von Pfaden, die weiß nur etwas von einzelnen Kanten. Sie steht an einem Knoten und guckt sich, in Anführungszeichen, die einzelnen Kanten an, die von diesem Knoten ausgehen. Das heißt also, die Frage ist, wie soll das Gewicht einer Kante sein, die ausdrückt, das ist eine gute Kante, das ist eine weniger gute Kante. Und was man zum Beispiel hernehmen kann, ist, als ein einfaches Beispiel, die Kardinalität, das, was man hinzugewinnt an Überdeckungsleistung, wenn man von diesem zu diesem geht. Jetzt habe ich die Zeichnung, ist vielleicht etwas ungeschickt für das, was ich hier an diesem Spiegelstrich sagen will. Sie haben wieder die Menge F und Sie haben jetzt hier Ihre Menge S1 und im Allgemeinen werden die sich wahrscheinlich überlappen. So, die Ameise steht auf S1 und sammelt ihr der Weg, den sie durchläuft, so ähnlich wie beim TSP eben, der Weg, den sie durchläuft, ergibt dann die Lösung, die diese Ameise vorschlägt. So, welchen Sinn soll es haben, für die Ameise von S1 nach S2 zu gehen? Naja, der Sinn liegt in dieser Größe. Das sind zusätzlich überdeckte Elemente. Und das ergibt uns sofort auch das Stoppkriterium. Beim TSP war das Stoppkriterium einfach. Wir wissen, jede Rundtour hat n Kanten und n Knoten. Also nach n Schritten Stopp. Das, was die Ameise beschrieben hat, ist ein TSP. Hier ist das Stoppkriterium für die Minor Round, dass die Ameise eine Lösung durläuft und dann wieder beginnt, eine neue Lösung zu durchlaufen. Hier ist das Stoppkriterium, dass alle Mengen, die diese Ameise so durchlaufen hat, beginnend irgendwo, wo sie zufällig gerade steht, nach diesem Schema weiterlaufend und Mengen durchlaufend, dass diese Mengen alle zusammengenommen F überdecken. Das ist die Zielsetzung. Das wäre der Punkt, an dem wir sagen können, okay, die Ameise hat, ähnlich wie beim TSP eben, hat eine zulässige Lösung durchlaufen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir hatten etwas vorher gesagt hier, die Zielfunktion, die Kostenfunktion kann wenigstens näherungsweise ausgedrückt werden, wenigstens so ungefähr, so heuristisch ausgedrückt werden als die Länge des Pfades. Und das ist ein Beispiel dafür, was das zum Beispiel bedeuten kann, ja, dass man sagt, okay, das, was in jedem Schritt hinzugenommen wird an bislang noch nicht überdeckten Elementen von F, das ist natürlich letztendlich nicht wirklich das richtige Maß, aber es ist schon ungefähr die richtige Richtung. Es sorgt dafür, dass die Ameisen tendenziell in die richtige Richtung gehen. So. Diesen Fall, Complex Side Constraints, ja. Wir sind mit Ameisen jetzt fertig übrigens. Ich wollte jetzt gerade, habe mir gerade überlegt, was diese Folie jetzt mit den Ameisen noch zu tun hat. Und dann ist mir eingefallen, Moment, hat ja gar nichts mehr zu tun. An dieser Stelle werden wir auch die kulturellen Algorithmen nicht mehr vertiefen. Auch hier gilt wieder, man könnte eine ganze Vorlesungsreihe nur zu kulturellen Algorithmen und zu deren Einsatz in der Praxis hier ausrichten, aber das ist nicht das Ziel dieser Veranstaltung hier. Sie haben hoffentlich, wenn Sie dieser Veranstaltung aufmerksam gefolgt sind und sich auch entsprechend effektiv auf die Prüfung vorbereiten werden, dann haben Sie sicherlich hinterher alles Rüstzeug erworben, um selbst vertieft weiter zu recherchieren, wenn eines dieser Themen für Sie mal irgendwann im Studium noch oder später in der betrieblichen Praxis für Sie wichtig ist.
So, also, das sind jetzt noch mal so ein bisschen. Wir betrachten jetzt keine weiteren speziellen Modifikationen des lokalen Suchschemas mehr, sondern wir kommen langsam zum Ende dieses großen Abschnittes und betrachten noch mal ein allgemeines Thema dabei. So, Kern. Bestandteil aller dieser Algorithmen ist natürlich irgendwas, was mit Nachbarschaftsstruktur, mit Graphenstruktur in irgendeiner Weise zu tun hat. Bei lokaler Suche hatten wir schon, wir wollen vielleicht am besten immer den, idealerweise sogar nicht nur irgendeine verbessernde Lösung haben, sondern die unter allen Nachbarn der aktuellen Lösung eine Lösung haben, wo es eine maximale Verbesserung gibt. Oder zumindest eine Verbesserung gibt. Das bedeutet, wir müssen durch die Nachbarn irgendwie in einem sehr effizienten Schema rumlaufen, bis wir, wenn wir damit zufrieden sind, entweder die erste Lösung gefunden haben in der Nachbarschaft, die eine Verbesserung ergeben würde, einen verbessernden Schritt vorwärts, oder wenn wir ambitionierter sind, dass wir die gesamte Nachbarschaft durchlaufen und uns gemerkt haben, was ist der beste Verbesserungsschritt, welcher Nachbar bietet einem den besten Verbesserungsschritt und den nehmen wir dann. Ja, das brauchen wir für lokale Suche als fundamentale Eigenschaft der Nachbarschaftsstruktur, dass das gut, die Nachbarschaft eines Knotens gut enumerierbar ist. Das brauchen wir bei Simulated in Link überhaupt nicht. Sie erinnern sich daran, wenn in einer Runde, in einer Iteration, stehen wir wie üblich auf einem Knoten in unserer Nachbarschaftsstruktur und würfeln zufällig eine andere Kante aus. Und mit gewisser Wahrscheinlichkeit gehen wir diese Kante und mit der komplementären Wahrscheinlichkeit bleiben wir, wo wir sind und würfeln wieder. Das heißt also, hier brauchen wir eher eine Nachbarschaft, in der wir auf leichte Art und Weise zufällig eine Kante einen Nachbarn wählen. Das funktioniert aber oft nicht so richtig gut wegen Nebenbedingungen, wegen komplexer Nebenbedingungen. Hier natürlich wie immer das Beispiel TSP. Also ich habe mal vor vielen Jahren mit jemandem gesprochen, der sich sehr gut beim TSP auskennt und wir waren uns einig, wir haben schon viele Anwendungen vom TSP in der Praxis gesehen, aber noch nie in Reinform, noch nie in Reinkultur, immer mit irgendwelchen zusätzlichen Bedingungen oder sonstigen Verkomplizierungen. So, was haben wir hier, die Situation? Wenn wir uns nochmal das ursprüngliche TSP ansehen, da hatten wir eine Nachbarschaft definiert. Zwei Ob war das. Wir nehmen zwei Kanten raus und tun zwei andere Kanten wieder rein, sodass das Ganze wieder eine Rundtour ergibt. Wir zerlegen die Rundtour in zwei Teile, indem wir zwei Kanten rausnehmen und dann verbinden wir die zwei Teile wieder zusammen, um eine andere Rundtour zu erzeugen. Muss man ein bisschen technisch tricksen, muss man noch die Kanten auf der einen der beiden Rundtouren alle umdrehen, aber das ist eine kleinere Sache. So, in der realen Welt, wenn wir da mit dem TSP zu tun haben, dann gibt es irgendwelche Nebenbedingungen, zum Beispiel diese Nebenbedingungen, dass gesagt wird, bestimmte Punkte müssen angelaufen werden, bevor bestimmte andere Punkte angelaufen werden. Ja, das ist eine typische Nebenbedingung, Reihenfolgebeziehung, Precedence Constraints. Eine andere hier nicht aufgeführte typische Nebenbedingung ist etwa, dass bestimmte Knoten nur in bestimmten Fenstern angelaufen werden dürfen. Dass also gesagt wird, dieser Knoten muss irgendwo zwischen Position 1000 und Position 2000 sein, in der ganzen Reihenfolge, in der die Knoten angelaufen werden oder solche Dinge. Das Problem ist jetzt, dass diese schöne Nachbarschaft nicht mehr funktioniert. Denn Sie haben eine Rundtour, also zeichnen wir die Nachbarschaft, von der ich die ganze Zeit rede, vielleicht doch nochmal auf, auch wenn wir das schon oft genug gemacht haben. Ich sehe nicht.
Wie war das nochmal? Sie haben hier eine Rundtour. Ich zeichne mal eine relativ kleine Rundtour. Es kommt nur aufs Prinzip an. So. Und Sie wählen jetzt zwei Kanten aus. Welche nehme ich da? Vielleicht diese Kante hier und diese Kante hier. Und die lösche ich. Und bastle mir daraus eine neue Rundtour. Also, was bleibt? Die hier bleiben alle. Die nicht. Die bleibt, naja, so ungefähr. Und die bleibt. Ich lasse noch absichtlich die Orientierungen weg. So. Was ich jetzt noch brauche, ist wieder zwei neue Kanten, die das Ganze zur Natur verbinden. Die hier und die hier müssten das dann sein. Dann haben wir eine neue Tour. Und Sie sehen schon, wir können unmöglich die Orientierungen der einzelnen Kanten hier aufrechterhalten. Da kriegen Sie keine konsistente Orientierung hin, sondern in einem der beiden übrig gebliebenen Teile der ursprünglichen Rundtour müssen Sie alle Orientierungen ändern, umdrehen, zum Beispiel da oben. Drehen wir hier um. Hier unten behalten wir sie bei, wie sie vorher war. Und dann geben wir diesen beiden Kanten noch diese Orientierung jeweils und dann passt das. Dann ist das eine Rundtour. Funktioniert wunderbar, problemlos beim reinen Purist, hier in its purest Form, in der Reinform vom TSB, funktioniert aber überhaupt nicht mehr, wenn Sie solche Reihenfolgenbeziehungen drin haben, ja, weil Sie haben das ja nicht unter Kontrolle. Es kann ja sein, wo können wir da mal ein Beispiel hier nehmen? Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Hier ist der Start. Nee, das ist jetzt zu einfach, was ich mir denke. Also, wo ändern sich denn mal die Reihenfolgen? Also hier ist der Start. Ich glaube, das ist schon gut. Und hier muss I, hier ist I und hier ist J. Und Sie haben die Bedingung, dass I vor J kommen muss, nach dem Start. Das erste, was man sieht, ist I und das zweite ist J. Dann haben wir hier die Situation, das ist wieder Start. Hier ist I, hier ist J und Sie sehen, das stimmt nicht mehr, weil wir diese Kanten ausgetauscht haben, ohne zu wissen, was wir da tun. Und wenn wir jetzt nicht nur ein paar, also wenn wir die Situation haben, wir haben Millionen von Knoten und vielleicht 10 solcher Paare, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass uns da jetzt nicht so viel passieren wird. Aber wenn das Verhältnis ein anderes ist, wenn Sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Knoten doch eine ganze Menge von solchen Paaren haben mit Reihenfolgebeziehungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass Sie einfach nicht mehr weiterkommen. Ja, egal was Sie versuchen, irgendwo kriegen Sie ein Problem rein. Irgendein Paar steht Ihnen da im Wege. Ja, also die Nachbarschaft ist hochgradig zerstört dadurch. Die ganzen schönen Kanten von einer zulässigen Lösung zur nächsten zulässigen Lösung sind alle weg, weil sie zu nicht mehr zulässigen Lösungen führen. So, das ist das, die Neighborhood, das ist das, was ich eben sagte, the Neighborhood Relation may become very sparse, sogar unzusammenhängend. Es kann sein, dass man nicht mehr von überall nach überall hinkommt. Das heißt, wir bleiben einfach viel zu früh stehen, viel zu früh einfach nicht mehr weiterkommen. Und wir verbringen die ganze Zeit damit, eine Nachbarn nach dem nächsten auszuprobieren, in der Hoffnung, dass einer von denen doch zulässig ist. Und eine ganze Menge unzulässiger Lösungen sehen wir dabei, völlig ohne Sinn und Zweck, ohne dass es uns irgendwas bringt. So, was kann man da tun? Die typische Form, wir haben das so ähnlich schon mal in etwas anderen Zusammenhang gesehen, hier bei Guided Local Search, dass wir, ich glaube, da war das, weiß ich jetzt nicht genau, dass wir diese nervigen
Nebenbedingungen, die uns dieses Problem, diese unsere schöne Situation völlig kaputt machen. Dass wir diese nervigen Nebenbedingungen dropped, dass wir die fallen lassen, dass wir die nicht mehr haben als Nebenbedingungen, aber natürlich nicht ersatzlos, sondern dass wir sagen, wir erlauben zwar unzulässige Lösungen, wir erlauben zwar Lösungen wie die hier, wo I nicht mehr vor J kommt, was eigentlich geboten ist, aber wir bestrafen die ganz kräftig. Richtig kräftig. So, dann haben wir wieder unsere schöne Nachbarschaftsstruktur, die wir ursprünglich hatten, in der das Leben schön ist. Und durch diese Bestrafung, das ist die Zielsetzung, was immer unser genauer Ansatz ist, ob Simulated Needing oder Evolutionsstrategien oder so weiter, diese Bestrafung bringt eine ganz starke Tendenz hinein, solche Lösungen wie diese zu minimieren. Wie bedeutet das Bestrafung? Zum Beispiel, indem man auf die Länge der Rundtour als Zielfunktionswert noch die Anzahl der verletzten Paarbeziehungen mit einem ganz großen Faktor drauf addiert. Das wäre eine einfache Möglichkeit, diese Bestrafung zu machen. Und Sie sehen jetzt so langsam auch den Vorteil dieser ganzen Verfahren oder einen weiteren Vorteil dieser ganzen Verfahren, die wir jetzt gesehen haben. Ja? Dadurch, dass sie so generisch sind, ich nerve Sie ja bei der Übungsaufgabe damit, das möglichst generisch zu machen, dadurch, dass diese Verfahren so generisch sind, kann man wunderbar solche Manipulationen durchführen, kann man wunderbar an Probleme, die man hier hat, durch solche Dinge wie Bestrafungen wieder versuchen zu heilen, und man bleibt immer noch im selben algorithmischen Schema drin. Man muss den Algorithmus selber nicht ändern. Man kann immer noch dieselbe Idee weiterverfolgen. Ja, weil es das Schöne ist, diese Bestrafung, wir reden ja die ganze Zeit von Tendenzen. Bei Simulated Annealing reden wir von Tendenz, dass es eine Tendenz zum Besseren gibt. Bei den Ameisen eben haben wir von einer Tendenz zum Besseren gesprochen, Evolutionsstrategien und so weiter auch. Und Manipulation an der Zielfunktion, um bestimmte Dinge möglichst zu verhindern, möglichst zu vermeiden oder möglichst oft zu vermeiden, sind genau eine solche Tendenz. Passt wunderbar in diese ganzen algorithmischen Schemata hinein. Die erzeugen so eine Tendenz. Okay, dieser erste Spiegelstrich ist das, was ich eben generell erst einmal sagte, dass man zusätzlich zur eigentlichen Kostenfunktion beim TSP, die Länge der Rundtour, dass man zusätzlich noch einen Strafterm draufsetzt, hochgewichtet mit einem entsprechenden Straffaktor, den man drauf multipliziert, wo man die Anzahl der verletzten Bedingungen, der verletzten relaxierten Nebenbedingungen dann bestraft. Wichtig dabei ist, sich klarzumachen, man muss diesen Straffaktor, den man draufsetzt, das Verhältnis zwischen der ursprünglichen Kostenfunktion und diesen zusätzlichen Straftermen, der sich ja in diesem Straffaktor ausdrückt, den wir da oben drauf multiplizieren. Ja, also falls Ihnen nicht ganz klar ist, was ich damit meine, soll ich das vielleicht doch nochmal kurz an der Tafel formulieren. Wir haben wieder die es ist im Prinzip so ähnlich, wie wir das eben hatten. Wir haben die Länge der Rundtour, ja, oder ich mach's mal etwas verkürzt. Länge der Rundtour, die ursprüngliche Zielfunktion plus Straffaktor mal Anzahl Verletzungen von Bedingungen. Ja, das ist ein einfaches
sinnvolles Schema, wie man die Zielfunktion variieren kann. Und das, worum es auf dieser Folie jetzt hier geht, ist der hier und die Einsicht, sich klar zu machen, dass dieser Straffaktor im Laufe des Algorithmus nicht unbedingt konstant bleiben muss. Sie kennen das von der Temperatur beim simulierten Link, was ja auch in gewisser Weise, in einer komplexeren Weise, ein Straffaktor dafür ist, dass man halt nicht unbedingt eine schlechtere Lösung wählt. Das ist jetzt ein bisschen schräg, die Analogie, vergessen Sie die am besten gleich wieder. Aber ich will Ihnen das vielleicht nochmal erläutern an einem Beispiel, das Ihnen wohl bekannt vorkommen sollte, nämlich aus unserer Übungsaufgabe. Da haben Sie jetzt selber Problem. Die Welt wäre wunderbar einfach, wenn nicht diese Bedingung wäre, dass die Rechtecke alle disjunkt sind, nicht? Dass die Rechtecke sich nicht überlappen dürften. Ja? Ich meine, gut, im Extremfall, wenn sie sich beliebig überlappen dürfen, naja, dann packen sie die alle an denselben Punkt, ja? Das ist das Beste, was sie tun können. Alle übereinander. Wenn Sie nicht die Bedingung, Sie erinnern sich an die Übungsaufgabe. Sie sollen eine gegebene Menge von Rechtecken platzieren, disjunkt, also dürfen sich nicht überlappen, dürfen sich berühren, aber nicht überlappen, sodass die Bounding Box drumherum minimale Fläche hat. Und wenn wir jetzt diese Disjunktheitsbedingung relaxieren, dann wird die Problemstellung ganz einfach. Können wir machen? Und jetzt bestrafen wir das wieder. Jetzt bestrafen wir den Überlapp. Ja, zum Beispiel, indem wir für jedes Paar von Rechtecken, einfaches Beispiel, für jedes Paar von Rechtecken berechnen, wie viele die sich überlappen und das alles für alle Paare von Rechtecken aufsummieren. Ist vielleicht ein bisschen viel Rechenaufwand, das so zu machen. Quadratische Anzahl der Rechtecke kann man vielleicht auch geschickter machen. Will ich Ihrer Fantasie überlassen. So, und solche Flächen bestrafen wir am Anfang wenig, diese Überlappungen. Ja, wir haben jetzt eine andere Nachbarschaftsstruktur, in der wir jedes Rechteck irgendwo hin platzieren können, beliebig bewegen können. Ja, schauen Sie ins Forum, da gab es eine Diskussion, schon eine Weile her, zum Thema geeignete Nachbarschaften. Ich muss gestehen, ich habe in dem Moment noch nicht daran gedacht, dass wir zu diesem Thema dann auch noch kommen werden. Aber dieser Punkt, über den ich hier rede, wird vielleicht noch mal ein bisschen dieses Thema geeignete Nachbarschaftsbeziehungen für die Übungsaufgabe noch mal von einer anderen Seite beleuchten, von einer sehr hilfreichen Seite. Ja, am Anfang bestrafen wir die relativ wenig, sodass der Algorithmus so in guten Bereichen ist, wo tendenziell guten Bereichen, und je weit länger der Algorithmus läuft, umso härter bestrafen wir die solche Überlappungen, sodass tendenziell schrittweise diese Überlappungen abgebaut werden. Das ist die Idee. Und am Ende bestrafen wir sie praktisch mit unendlich, sodass dann tatsächlich alles mit Gewalt auseinandergetrieben wird, was sich noch überlappt. Aber dadurch, dass wir sie nur bestrafen und nicht mehr während des Algorithmus zu einer harten Bedingung machen, haben wir einen viel übersichtlicheren Lösungsraum, viel einfacher strukturierten Lösungsraum, viel bessere Möglichkeiten, mit Nachbarschaften rumzuhantieren, viel bessere Möglichkeiten, viel mehr Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Suchen, vielleicht bei der Evolutionsstrategie, dass einzelne Individuen in der Evolutionsstrategie tatsächlich in Bereiche kommen, die sehr vielversprechend sind, wo es wirklich gute, echte Lösungen dann geben könnte. So, das ist, glaube ich, im Wesentlichen das, was ich gesagt habe. Eben können wir diese Folie überspringen. Das ist auch nochmal das, was ich eben gesagt habe. Können wir auch überspringen. Ja, also ich glaube, es macht kein Problem, wenn wir manchmal vor. Sie haben das dann nochmal zum Lesen, aber ich habe es halt hier dann nochmal in eigenen Worten gesagt. Was sind die Probleme? Das Problem ist, funktioniert sehr gut, konvergiert
gut, also gut gegen sehr gute Lösungen, aber durchaus nicht immer sehr schnell. Das heißt also, wir müssen unter Umständen lange warten, dass der Algorithmus funktioniert, dass der Algorithmus zu guten Lösungen, zu echten Lösungen dann auch kommt. Aber wenn er die gefunden hat, dann sind die, sagt die Erfahrung, oft sehr, sehr gut. So, damit sind wir mit dem ganzen Abschnitt Suchverfahren, nachbarschaftsbasierte Verfahren durch. Und wir kommen zu einer zweiten großen Klasse von Verfahren, die ich entscheidungsbasierte Verfahren genannt habe. Also diese Kapitelüberschriften nachbarschaftsbasiert und entscheidungsbasiert, ich glaube nicht, dass ich die in der Literatur gefunden habe. Ich glaube, die habe ich hier für diese Vorlesung selbst ausgewählt, weil das auch ein etwas anderer Zugang ist als in der Literatur. Typischerweise sieht man nicht in dieser Literatur diesen manischen Zwang zur Vereinheitlichung, den ich hier an den Tag lege, sondern das sind dann wirklich irgendwie einzelne Themen, einzelne Abschnitte. Und wenn man die liest, dann kann man erahnen, dass die was miteinander zu tun haben. Es gibt auch Hinweise im Buch, dass die was irgendwie miteinander zu tun haben, aber nicht so systematisch zusammengeführt wie hier. Ich habe es jedenfalls noch nie gesehen. Ich habe auch trotzdem nicht vor, ein Buch draus zu machen. So, worum geht es hier? Es ist eine völlig andere Situation. Vergessen Sie Nachbarschaften. Ja, Nachbarschaften spielen bis zu Ihrer Prüfungsvorbereitung oder bis zur, oder abgesehen noch von der Bearbeitung der Übungsaufgabe für Sie jetzt keine Rolle mehr. So, was wir hier machen, ist, den Lösungsraum nicht als einen Graphen aufzufassen, nicht als einen Nachbarschaftsgraphen, wo die zulässige Lösung die Knoten sind im Graphen und Kanten geben Nachbarschaften an, sondern wir versuchen hier anders vorzugehen, nämlich, dass wir den Lösungsraum Schritt für Schritt zerlegen. Und wir werden sehen, dass diverse Strategien, die man meistens völlig unabhängig voneinander betrachtet, dass das einfach nur spezifische Ausprägungen dieser Grundidee sind. Ich betrachte es zunächst mal wieder abstrakt. Ich mute Ihnen jetzt wieder maximale Abstraktion zu. So, wir haben jetzt einen Lösungsraum zu einer Instanz. Der kann beliebig wild irgendwie sein. Ja, irgendwas. Beliebig komplex strukturiert. Jetzt im Zweidimensionalen, ich kann Ihnen aus bekannten Gründen keine höherdimensionale Zeichnung anbieten. So, und vielleicht sind hier irgendwo sind die super guten Lösungen. Irgendwo da. Vielleicht nicht nur an einer Stelle, vielleicht auch nochmal hier. Hier. Hier ist vielleicht sogar die beste Lösung, aber da kommen wir nicht ran, gehört nicht zum Lösungsraum, ist verboten durch irgendwelche Nebenbedingungen. Aber hier irgendwo sind die super guten Lösungen und hier ist alles irgendwie nicht so toll. So, diese Verfahren haben alle im Prinzip die Grundidee gemeinsam, dass sie schrittweise den Lösungsraum zerlegen, so in zwei Hälften. Irgendwo so zwischendurch und versuchen herauszufinden, ob es sich lohnt, diese Hälfte weiter zu zerlegen. Wenn es sich nicht lohnt, wenn man genug herausgefunden hat, um zu entscheiden zu können, nein, es lohnt sich nicht mehr, diesen Teil des Lösungsraums weiter zu verfolgen, dann verfolgt man nur noch den weiter und zerlegt den irgendwie anders wieder weiter, zerlegt und so weiter. Es kann auch sein, wir wissen durch das, was ich eben gesagt habe, durch unsere Draufsicht, dass hier nichts Prickelndes passiert, habe ich Ihnen ja so gesagt, kann aber sein, dass das
der Algorithmus nicht herausbekommt, dass der keine ausreichendes Wissen über diese Seite herausbekommt und trotzdem und deshalb sagt, okay, ich weiß es nicht, ob da prickelnd gute Lösungen drin sind, also mache ich hier weiter und zerlege. Das muss nicht unbedingt hier an derselben Stelle sein. Ja, und die Zielsetzung ist natürlich, da so ein Lösungsraum riesengroß ist, wir könnten natürlich sagen, okay, wir zerlegen, bis wir in jedem Zerlegungsteil, in jedem Bereich nur noch eine einzige zulässige Lösung haben, aber da wir typischerweise exponentiell viele zulässige Lösungen haben oder Schlimmeres, ist das keine gute Strategie, sondern die Strategie muss sein, möglichst häufig zu verhindern, dass man weiter zerlegt, möglichst häufig sagen zu können, ja, es lohnt sich nicht, diesen Bereich des Lösungsraums weiter zu verfolgen. Das ist die abstrakte Sichtweise. Nochmal abstrakt, aber in etwas andere Abstraktion. Was ich hier so gezeichnet habe, mit den schrittweisen Zerlegungen, kann man natürlich als eine Baumstruktur auffassen. Der Knoten, die Wurzel des Baumes, steht stellvertretend für den gesamten Lösungsraum. Ein Nachfolger der Wurzel hier steht stellvertretend für das, was ich links gezeichnet habe. Der andere unmittelbare Nachfolger der Wurzel steht stellvertretend für das, was ich rechts gezeichnet habe. Und so weiter und so fort. Wenn wir diese Teilmenge weiter zerlegen, in zwei ergeben sich wieder zwei Nachfolgerknoten und so weiter und so fort. Und so rum ausgedrückt muss das Ziel sein, diesen Baum möglichst klein zu halten, möglichst häufig hier entscheiden zu können, es lohnt sich nicht mehr, den Teilbaum, der da drunter ist, der sich durch die weiteren Verfeinerungen ergeben würde, wenn wir diese Verfeinerungen machen würden, es lohnt sich nicht, das weiter zu verfolgen. Wir wissen oder wir sind uns einigermaßen sicher, dass sich das nicht lohnt, also schneiden wir ab, hier ist der Baum zu Ende. Hier ist nochmal dasselbe, nochmal in etwas anderer Darstellung. Es ist immer dieselbe Information. So, wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Geht es da weiter? Zum Beispiel, wenn Sie eine Problemstellung mit binären Variablen haben, irgend so ein XI, wenn Sie eine binäre Variable, gehen wir erstmal zu dem zweiten Beispiel, eine stetige Variable XI, die also reelle Zahlen annehmen kann, dann heißt das zum Beispiel hier, das ist die Achse dieser Variablen xi, das ist der Nullpunkt und wenn hier durchschneiden heißt, wir nehmen zu den Bedingungen her, zu den Bedingungen, die eine zulässige Lösung konstituieren, nehmen wir einerseits noch die Bedingung hinzu hier, xi kleiner 0 und hier nehmen wir nochmal die Bedingung her, xi, naja, auf die Gleichnummer müssen wir auch noch achten, vielleicht so, xi größer gleich 0, ja? Darauf läuft es hinaus. Wir haben in unserer ursprünglichen Problemstellung Bedingungen, die eine zulässige Lösung, die sagen, was eine zulässige Lösung ist und was nicht. Ja, beim TSB zum Beispiel Bedingung, dass es eine Rundtour ist. Jetzt nehmen wir noch, wenn wir irgendwelche kontinuierlichen Variablen drin haben, zum Beispiel beim Scheduling haben Sie eine kontinuierliche Variable drin, wo Sie einen Job platzieren, dass Sie eine Entscheidung treffen. In die eine Richtung gehen Sie bei der Zerlegung, wenn Sie sagen, dieser Job soll in den nächsten 10 Tagen beginnen. Und die andere Richtung gehen Sie, wenn Sie sagen, dieser Job soll erst nach diesen 10 Tagen beginnen. Kleiner 10 Tage, größer gleich 10 Tage. Das wäre ein Beispiel für so eine kontinuierliche Variable. Und für Beispiel 1 ist das TSB, wie üblich, wieder ein gutes... Was sind die binären Variablen? Für jede Kante die binäre Variable, ob diese Kante drin ist oder nicht drin ist. Und Sie zerlegen den Lösungsraum, die Menge aller zulässigen Rundtouren, in zwei Teile, wenn Sie auf der einen Seite die Bedingung einfügen, diese Kante ist drin,
Ja, Sie betrachten also die Teilmenge, alle zulässigen Lösungen, in denen für die gilt, dass diese Kante enthalten ist in der Rundtour. Und auf der anderen Seite, die andere Seite dieser Zerteilungsmenge, das ist die Menge aller zulässigen Lösungen aller Rundtouren, in denen diese Kante nicht enthalten ist. Das ist, wäre eine typische Art, wie man das zerlegen kann. Ja, wir haben das hier abstrakt gesehen. Und auf dieser Folie jetzt sagen wir an diesen Beispielen, was das konkret bedeuten kann. Hier Feature-Based, TSP war ein Beispiel. TSP ist ein Feature-Based-Problem. Sie erinnern sich, dass wir über Feature-Based-Probleme und über algorithmische Ansätze für Feature-Based-Probleme gesprochen haben. Da gilt dasselbe wie beim TSP. Sie nehmen sich ein Feature her, wie beim TSP eine Kante, und Sie zerlegen die Lösungsmenge in die Menge aller zulässigen Lösungen, wo dieses Feature dazugehört, und in die Menge aller zulässigen Lösungen, wo dieses Feature nicht dazugehört. Das ist ein einfaches Schema, wie man schrittweise zerlegen kann. Und was Sie versuchen ist, Sie haben die ursprünglichen Bedingungen, was eine zulässige Lösung ist. Sie nehmen diese Bedingungen hinzu und Sie versuchen, aus diesen eingeschränkten Bedingungen, mit den zusätzlichen Bedingungen, herauszulesen, ob es sich lohnt, diesen Teil weiterzugehen oder ob es sich nicht lohnt. Klingt jetzt wie Magie, aber es wäre Magie, wenn es so gut funktionieren würde, wie es jetzt vielleicht bei Ihnen angekommen ist. Aber wie üblich, wir reden ja von NP-schweren Problemen, nichts funktioniert wirklich perfekt hier. Das kann ich Ihnen nicht anbieten, wenn wir von NP-schweren Problemen reden. Das sind dann die Entscheidungsbäume. An jeder Stelle eine Entscheidung, xi gleich 0, xi gleich 1 bei binären Variablen oder das andere Beispiel, was ich genannt habe, dieser Job, wir nehmen uns einen Job her, der soll in den ersten 10 Tagen oder eben nicht in den ersten 10 Tagen begonnen werden. Das ist dieser Entscheidungsbaum, letztendlich ist das hier der Entscheidungsbaum. Was wir zum Beispiel machen können, ist hier, wenn wir feature-basiert sind, dass wir die Features in eine gewisse Ordnung bringen. Das muss nicht die Reihenfolge sein, mit der sie indiziert sind. Nicht selten wird man sie in der Reihenfolge ihres Gewichtes hernehmen. Die schwersten zuerst oder die am wenigsten schweren zuerst. Und an jeder Ebene, ist hier was gezeichnet? Nee. An jeder Ebene nehmen wir uns ein Feature vor. Ich glaube, diesen Baum sollte ich mal zeichnen, damit das klar ist, was gemeint ist. Sie haben hier die Wurzel des Baumes und haben hier die Entscheidung Feature 1, ja oder nein. Und eine Richtung, sollte ich vielleicht ein bisschen flacher zeichnen, so. Eine Richtung ist ja, eine Richtung ist nein. Mit der Semantik, dieser Teilbaum hier entspricht den zulässigen Lösungen, in denen dieses Feature 1 enthalten ist, und dieser Teilbaum hier entspricht den zulässigen Lösungen, in denen dieses Feature 1 nicht enthalten ist. Hier ist jetzt die nächste Frage, Feature 2, ja oder nein? So, dann haben wir hier einen Pfeil, wo sowohl Feature 1 als auch Feature 2 in der Lösung drin sind. Feature 1 ja, aber Feature 2 nicht. Feature 1 nicht, aber Feature 2 ja. Und hier beide nicht. Und so weiter. Also diese Menge, dieser Teilbaum hier, der hier noch dranhängt weiter, entspricht der Menge der zulässigen Lösungen, in denen weder Feature 1 noch Feature 2 drin ist. Und der hier beispielsweise entspricht der Menge der zulässigen Lösungen, wo zwar Feature 1, aber nicht Feature 2 drin ist. Und so weiter. Das ist ein voller Binärbaum, nicht?
Gut, Entscheidungsbaum und Partition des Lösungsraums, Zerlegung des Lösungsraums, das haben wir soweit betrachtet. Das habe ich schon in Worten gesagt hier. Nun vielleicht der letzte Spiegelstrich hier noch. Wo endet diese Zerlegung? Naja, in dem Moment, wenn die Teilmenge, die diesem Knoten entspricht, nur noch ein einzelnes Element enthält. Das heißt, eine einelementige Menge ist im Englischen a singleton. So, das Spannende an der Sache ist, wie man da rangeht. Ja, wir haben jetzt, wichtig ist, dass das nur ein abstraktes Konstrukt ist. Ja, das wird niemals in den Rechner reinpassen. Natürlich nicht. Ja, die Menge der zulässigen Lösungen, die ja die Blätter wären, sind ja viel zu groß. Das heißt also, etwas, was Sie ja durchaus auch von anderen Sachen her kennen, dieser Baum ist nur ein abstraktes Denkkonstrukt. Wir durchlaufen immer nur Teile dieses Baums. Wir betrachten in jedem Moment nur einen Teil des Baums, der klein genug ist, um in den Rechner reinzupassen. So, wie kann man vorgehen? Wir haben jetzt ein Problem. Wir können natürlich nicht den ganzen Baum durchlaufen. Der ist viel zu groß. Wäre auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil es gibt auch einfache Möglichkeiten, sämtliche zulässigen Lösungen durchzugehen, zu enumerieren. Worauf das ja hinauslaufen würde, wenn wir diesen ganzen Baum durchlaufen würden und jedes Blatt einmal besuchen würden. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man rangehen kann. Potentially exhaustive, das heißt, wir lassen den Algorithmus tatsächlich so laufen, wie ich es eben gesagt habe. Ja, an jedem Knoten schauen wir, ist es wirklich notwendig, in den Teilbaum runterzugehen oder ist es nicht notwendig? Wenn nicht, dann gehen wir nicht runter, sondern vergessen das hier, gehen woanders lang weiter. Und wenn es notwendig ist, dann gehen wir in den Teilbaum runter. Im schlimmsten Fall passiert dann genau das, was wir eigentlich nicht machen können. Nämlich alle den gesamten Baum zu durchlaufen, weil wir nie an keinem Knoten jemals feststellen konnten. Wir konnten nicht mit ausreichender Sicherheit sagen, es lohnt sich nicht, diesen Teilbaum zu durchsuchen. Es kann immer noch sein, dass die wirklich guten Lösungen in diesem Teilbaum drin sind. Das können wir nicht ausschließen. Da wäre dann die Hoffnung, dass die Regel zum Ausschluss von Teilbäumen stark genug ist, stark genug greift, dass eben nicht das passiert, dass der Baum ganz durchlaufen wird, sondern dass es möglichst häufig abgeschnitten wird, sodass aus diesem riesigen Entscheidungsbaum so mehr so ein Bonsai-Bäumchen wird. Andere Möglichkeit ist, dass wir von vornherein sagen, wir gehen nicht das Risiko ein, dass wir am Ende dastehen und den gesamten Baum durchsuchen, was ja gar nicht geht, sondern wir sagen von vornherein oder auch mittendrin, nein, bewusst, absichtlich, wir besuchen auch Teile des Baumes nicht, obwohl wir nicht wirklich ausschließen können, dass da nicht die super guten Lösungen sind. Ja, man wird nicht drum herum kommen. Nur wir versuchen an jedem einzelnen Knoten uns möglichst sicher zu sein, mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit, mit möglichst gutem Gewissen sagen zu können, ja, da werden wahrscheinlich nicht Lösungen drin sein, die wir nicht verpassen möchten. Gut, ist genau das, was ich eben im Prinzip gesagt habe. Hier vielleicht noch einen Begriff dabei, Pruning. Das ist der Begriff, wenn wir so einen Teilbaum als Ganzes abschneiden können. So finden Sie es in der Literatur. Also wir versuchen ein Certificate, eine Gewissheit, ich sag's mal so vorsichtig, eine Gewissheit zu erzeugen. Oder eine ge große Plausibilität zu erzeugen, wenn schon keinen wirklichen Beweis, dass wir
keinen Fehler machen, wenn wir diesen Teilbaum abschneiden, dass wir da nicht reingehen müssen, weil da nichts Interessantes passiert. Und die andere Variante, dass wir deliberately, absichtlich, vorsätzlich Teile des Baumes skip, überspringen, dass wir also Pruning machen, ohne uns wirklich sicher zu sein. Das heißt, dass die Suche, dass wir bauen systematisch einen Fehler ein. Wir versuchen, diesen Fehler möglichst klein zu halten mit Plausibilitätsargumenten, aber wir haben einen systematischen Fehler drin. Es kann sein, dass die schönen Lösungen, die wir eigentlich haben wollen, alle drin sind in den Teilen, die wir abgeschnitten haben. Und das versuchen wir möglichst unwahrscheinlich zu machen. So. Das Ganze kann man natürlich auch als einen Algorithmus formulieren. Wir fangen an mit der Wurzel, die repräsentiert, hier steht hier, die repräsentiert das ursprüngliche Problem, aber natürlich, was sie konkret repräsentiert, ist die Menge der zulässigen Lösungen für die gegebene Instanz. Unexplored, wir sind noch nicht fertig. Und solange es, also was wir jetzt hier im Prinzip haben, ist das Schema für Graphensuche, das allgemeine generische Schema für Graphensuche, dass Sie einerseits als Tiefensuche, andererseits als Breitensuche genauer spezifizieren können. Sie haben Unexplored Nodes. Vielleicht kann man das auch nochmal visualisieren. So, Sie wissen, Mengen zeichne ich als Kringel, Bäume zeichne ich als Dreiecke. So, das ist der Baum. Hier ist die Wurzel. Und hier unten sind dann die Blätter. Müssen nicht alle auf gleicher Höhe sein. Ich sollte es vielleicht ein bisschen allgemeiner zeichnen. So, das ist der Baum. So, und in jedem Zustand dieses algorithmischen Schemas haben wir eine Front durch den Baum hindurch, die irgendwie erst einmal aussehen kann. Ja? Hier sind die einzelnen Kanten. Und diese Front besteht aus Kanten, so zeichne ich das mal, also zeichne ich jetzt nicht hier in Gänze, so aus einzelnen Kanten, von Explored-Knoten, diese hier Explored, und hier ist alles Unexplored. Ja, Sie kennen solche Schemata zum Beispiel vom Kürzeswege-Algorithmus, die man schon bearbeitet hat und die man noch nicht bearbeitet hat und so etwas. Und in jedem Schritt gehen Sie einen, beliebig erst einmal, einen Knoten mehr zu den Exploren, explorieren den sozusagen und haben die Wellenfront entsprechend um diesen einen Knoten verschoben nach unten. Gibt es natürlich Spezialfälle, wenn die Wellenfront so aussieht, naja, vielleicht nicht ganz hundertprozentig auf einer Ebene, das wird man nicht immer haben können, sondern so auf zwei Ebenen verteilt. Das heißt, dann würde man jetzt hier den als nächstes nehmen und so weiter. Das ist das, was Sie auch in anderen Zusammenhang kennengelernt haben als Breitensuche, Breadth First Search. Wenn Sie hingegen diese Wellenfront ganz anders haben, zum Beispiel, indem Sie erst einmal hier, zum Beispiel ganz links, muss nicht ganz links sein, halt irgendwo, ganz zu unterst gehen, dann weiter, so, hier teilweise exploriert haben schon, immer weiter und dann hier weitergehen, wenn die Wellenfront so aussieht, dann ist es auch etwas, was Sie von anderswoher kennen, die Tiefensuche.
DFS. Ja, es ist ein einheitliches Schema. Das ist sozusagen der allgemeine Fall, der generische Fall, und das sind die beiden Extremfälle, zu denen das Ganze ausarten kann. So durchlaufen wir. Ja, Schritt 2a ist, wir wählen einen Unexplored-Knoten, das ist der in diesem Bild, das ist der in diesem Bild, und wenn Sie echtes DFS machen, dann ist es auch hier vorgegeben, welches das nächste sein muss, nämlich der hier. Aber es muss nicht echtes DFS sein. Sie könnten, wenn Sie glauben, dass das sinnvoll ist, könnten Sie auch das alles überspringen und zum Beispiel hier weitergehen. Ja, Sie haben da volle Narrenfreiheit in diesem allgemeinen Schema. So. Jetzt nehmen wir uns diesen Knoten also her. Das ist der hier etwa in diesem Schema. Und jetzt geht es, wie wir eben die ganze Zeit gesagt haben, jetzt geht es um diesen Teilbaum, der da drunter hängt. Ja? Sie sehen, wie ich eben sagte, Bäume sind bei mir Dreiecke, die nach oben zeigen. Und 2b sagt, entweder wir kriegen es hin, diesen Teilbaum nicht zu durchsuchen, sondern schon fertig zu werden, dass wir sagen, etwa bei einem Optimierungsproblem, wir stellen fest, da ist überhaupt gar keine zulässige Menge drin, oder dann können wir es abschneiden, oder wir finden vielleicht sogar auf andere Art und Weise einen optimalen optimale Lösung in diesem Teilbaum, ohne dass wir in diesen Teilbaum runtergegangen sind. Oder das ist eine Möglichkeit, wie wir das behandeln können, werden wir dann sehen. Oder wir stellen fest, wir sind uns ziemlich sicher, dass dieser Teilbaum uninteressant ist, dann schneiden wir den ab. Oder, wenn wir da nichts sagen können, dann gehen wir runter in diesem Teilbaum. Also dann werden diese Nachfolger von diesem Knoten hier, werden sie Teil zur Wellenfront. So, das Ganze ist richtig schön abstrakt, nicht? Wir werden dieses abstrakte Schema wieder, genauso wie das abstrakte Schema bei Nachbarschaftssuche, mit Leben füllen. Einerseits mit Beispielen, was das für konkrete Problemstellungen heißen kann. Andererseits auch mit konkreten Algorithmen, die auf verschiedene Arten und Weisen hier beispielsweise auch DFS und BFS tatsächlich realisieren. Hier kommt es bei BFS. Das wird etwas werden, was Sie vielleicht aus anderen Kontexten schon kennen unter dem Namen dynamische Programmierung. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff gehört haben. Dass man versucht festzustellen, zwei Lösungen auf gleicher Ebene sind identisch. Alles Gutes, was ich aus der einen Lösung, aus dem einen hier rauskriegen kann, kann ich auch aus dem anderen rauskriegen. Eins von beiden kann ich wegschneiden. Oder hier bei TFS, dass man ist vielleicht mal ganz runtergegangen, hat gute Lösungen gefunden und auf Basis dieser guten Lösung kann man besser entscheiden, dass etwa irgendwelche Teilbäume uninteressant sind. Weil die Lösungen, die hier rauskommen könnten, nicht so gut sein können, wie das, was wir hier schon gefunden haben. Das haben Sie vielleicht auch schon mal anderswo gehört, das hat den Namen Branch and Bound. Aber für heute sind wir durch, da ich es wieder mal langsam, wird das zur Regel, pünktlich geschafft habe, das Ganze hier aufzubauen, können wir auch pünktlich hier enden und ich wünsche Ihnen noch eine schöne zweite Wochenhälfte. Bis dann.